Mensch, Valentin, was hast du denn da Tolles gebastelt? Das ist ein Mars-Rover. Dein Mars-Rover? Wow, der ist ja echt gut gelungen. Aber was macht denn der Mundschutz da? Mundschutz? Das ist eine Solaranlage. Ach, deine Solaranlage. Ja klar, auf dem Mars gibt es ja keine Steckdosen. Da braucht man ja irgendwas, was Energie erzeugt. Und da ist eine Solaranlage genau richtig. Die verwandelt Sonnenstrahlen in Energie. Genau. Mensch, perfekt. Da hast du ja an alles gedacht. Eins fehlt noch. Eins fehlt noch? Was denn? Schokolade. Ach, du und immer deine Schokolade. Aber die brauche ich. Und wofür brauchst du die auf dem Mars? Na, als Begrüßungsgeschenk für die Marsmännchen. Als Begrüßungsgeschenk für die Marsmännchen, ist klar. Lässt du mich noch mal schweben? Ja, ich lasse dich noch mal schweben, aber das machen wir gleich. Wir begrüßen erstmal unsere Freunde. Hallo! Hallo! Also, so, der eine oder andere von euch hat uns bestimmt schon mal live gesehen und weiß, dass der Valentin unbedingt der erste Drache, Drachonaut, Entschuldigung, der erste Drachonaut im Weltall sein will. Aber jetzt will ich nicht mehr zum Mond, sondern zum Mars. Also, du willst jetzt zum Mars? Ja, auf den Mond da schon einer. Valentin, ja, aber der Mars, das ist wirklich, wirklich weit. Da wärst du eine Ewigkeit nicht zu Hause. Wie viel da schlafen? Ach, Valentin, ich habe gelesen, so um die 450 Mal. Ist das viel? Ja, das ist ganz viel. Das ist mehr als einmal komplett auf den nächsten Geburtstag warten. Ach du Schreck! Und wieso dauert das so lange? Naja, weil schon ein Flug zum Mars mindestens 6 Monate dauert. Also, und das auch nur, wenn der Mars und also der Erde direkt gegenübersteht. Weißt du, ich zeig dir das mal. Und euch auch. So, hier ist ganz vereinfacht dargestellt unser Sonnensystem. In der Mitte ist die Sonne und alle Planeten kreisen um die Sonne herum. Ja, wie Karussellfahren. Genau, ein bisschen wie Karussellfahren. Jeder allerdings auf seiner eigenen Umlaufbahn. Das Blaue hier ist unsere Umlaufbahn, also die von der Erde. Und das Rote hier ist die Umlaufbahn vom Mars. Und du siehst schon, die ist ein bisschen größer, also der Mars braucht etwas länger. Und da alles immer und ständig in Bewegung ist, sind wir nicht immer alle in der gleichen Position. Ja, und manchmal ist die Erde und der Mars, und es passiert alle 2 Jahre, sind sie sich am nächsten, und dann sind das immer noch 56 Millionen Kilometer. Aber der kürzeste Abstand, und deswegen kann man genau dann in 6 Monaten zum Mars reisen. Ach, das ist mir alles hier zu quantikatuziert. Ja, stimmt, das ist es. Wirklich alles sehr schwer zu verstehen. Ja, aber Valentin, ich sag dir, selbst die allerschlauesten Wissenschaftler der Welt wissen noch längst nicht alles. Und es dauert noch ganz lange, bevor Menschen oder Drachen wirklich auf den Mars fliegen können. Und deswegen wird jetzt auch noch lange geforscht werden mit solchen Mars-Roboter. Ja, so wie ich den gemacht habe. Genau, so ähnlich sehen die aus, wie du den gemacht hast. Und ja, die senden Bilder und wichtige Daten auf die Erde. Und ja, die sind ganz wichtig, um vieles zu verstehen über den Mars. Ja, zum Beispiel, was die Marsmännchen so machen den ganzen Tag. Ja, vielleicht auch, was die Marsmännchen so machen. Naja, ich weiß ja nicht, ob ihr an Marsmännchen glaubt, aber auf jeden Fall könnt ihr vielleicht folgende Frage beantworten. Warum heißt der Mars eigentlich Mars? Heißt der Antwort 1 Mars, weil er nach einem Schokoladenriegel benannt wurde? Ha, Schokolade! Oder heißt der Mars, weil er nach den Marsmännchen benannt worden ist? Ja, das stimmt! Oder heißt der Mars, weil ihn die alten Römer nach ihrem Kriegsgott, dem Mars, benannt haben. Also, viel Freude beim Rausbekommen. Ich bin sicher, für euch kein Problem. Und ich sag schon mal Tschüss. Ja, ich sag auch Tschüss, weil ich muss jetzt dringend Schokolade essen. Ja, nein, du kannst wieder nur an Schokolade denken. Ja, aber an Mars denke ich auch.